Servus Leute, heute mal wieder ein neues Video von mir und zwar will ich mich da auch nochmal zu Wort melden und zu dieser Vorstellung der Nikon D500. Die Nikon D500 ist mal wieder eine APS-C-Kamera aus dem Hause Nikon und zwar die Nachfolgerin der D300S, die vor etwa 5,5, also fast 6 Jahren vorgestellt wurde. Im digitalen Zeitalter ist das quasi die Steinzeit. Da hat sich sehr, sehr, sehr viel getan und ehrlich gesagt hat auch fast keiner geglaubt, dass da überhaupt noch mal was aus dem Hause Nikon kommt, so in der Richtung professionelle APS-C-Kamera. Es war ja letztes Jahr auch die letzten Jahre so, ja, die ganzen Consumer-Vollformat-Kameras sind rausgekommen. Ja, die wurden relativ aggressiv vermarktet. Viele Fotografen hat es auch gefreut. Ja, endlich günstig auf Vollformat umsteigen. Vorher war es mir preislich nicht möglich. Die Geschwindigkeit der Nikon D300S brauche ich eigentlich gar nicht. Da ist das doch toll. Da holen wir uns direkt die neue Nikon D600 oder eben eine Canon EOS 6D. Und die waren auch super glücklich damit. Aber dann gab es auch eine Zielgruppe, die war absolut unzufrieden damit. Und zwar die Sportfotografen, die einfach Power gebraucht haben. Schnellen Autofokus, schnelle Bildverarbeitung und vor allem einen großen Pufferspeicher, dass man schön schnell, schön lange Sequenzen aufnehmen kann mit reinen Bildaufnahme. Und das war halt bei diesen günstigeren Vollformatkameras überhaupt nicht gegeben. Und zwar waren die richtig langsam, also die Nikon D610 zum Beispiel, die hat etwa 5,5 Bilder pro Sekunde geschafft oder 5 Bilder pro Sekunde, um euch nicht anzulügen, ganz sicher bin ich mir jetzt gerade eben auch nicht, aber die war jedenfalls nicht schnell und unter 9 Bildern oder unter 8 Bildern sieht es in der Sportfotografie nicht so gut aus, weil ja, der Grund liegt klar auf der Hand. Da will man schnell mal ein Tor fotografieren und im Endeffekt hat man dann 20 Bilder geschossen und auf keinem Bild ist man wirklich zufrieden, weil der Ball wirklich da ist, wo er gerade nicht sein soll und man hat wirklich den entscheidenden Moment verpasst. Und das ist dann schon ärgerlich. So, was blieb den Sportfotografen übrig, die damals auf der D300S waren und jetzt unzufrieden waren, weil eben die Kamera dann so langsam im Jahr 2012 wirklich in die Jahre gekommen ist. Der Sensor auch nicht mehr das geleistet hat, was er hätte leisten sollen. Bei der Canon EOS 7D war es übrigens genauso. Über ISO 1000 hat man da nicht groß gehen brauchen, weil dann hat es wirklich echt schon das Krümeln und das Rauschen angefangen und alles voller Körnung. Und das hat echt keinen Spaß mehr gemacht und die professionellen Ansprüche wurden dann auch nicht mehr so ganz bedient. Aber im ambitionierten Hobbybereich war dann so eine Nikon D4S auch nicht unbedingt drin. Da hätte man dann auch wieder noch Telekonverter gebraucht, teurere Objektive. Die Anschaffungskosten der Kamera kamen da hinzu. Also im ambitionierten Hobbybereich oder ja, im ambitionierten Bereich oder auch im Lokalpressebereich, Sportfotografie, lokale Fußballspiele, Kreisliga oder sowas in die Richtung, da hat es dann einfach nicht mehr gereicht. Und was haben die machen sollen? Die hätten entweder auf die D7000-Serie umsteigen können, die war zwar gut, aber nicht ausreichend eigentlich für Sportfotografie oder eben auf so eine günstige Vollformatkamera oder eben auf eine teure Nikon D4S. Aber wie schon gesagt, das war eben schweineteuer. Ja, viele sind auch dabei geblieben. Oder haben sich irgendwas überlegt und haben dann eben doch widerwillens zu einer teuren Vollformatkamera oder eben zur D7000er Serie gegriffen oder so. Canon hat wenigstens 2014 dann schon die 7D Mark II vorgestellt, nachdem es auch viele fast nicht mehr für möglich gehalten hatten, die dann schon mal ordentlich Mehrwert geboten hat. Und Nikon hat sich da jetzt wirklich richtig lange Zeit gelassen. Und hat dann jetzt endlich die D500 vorgestellt. Die D400 wurde ja glatt übersprungen. Das ist auch ein bisschen Selbstironie von Nikon. Und jetzt heißt sie eben D500 und da hat Nikon jetzt mal ordentlich geklotzt. Und zwar haben die alles Mögliche in die Kamera reingehauen, was man sich so als Sportfotograf wünschen kann. Die Kamera hat wahnsinnig viel von der Nikon D5 geerbt, was ich auch super finde. Und zwar in erster Linie ja, die Geschwindigkeit. Die Kamera nimmt nämlich 10 Bilder die Sekunde aus und hat einen richtig großen Pufferspeicher von 200 Bildern. Und damit hält sie sogar noch ein bisschen länger durch als die Nikon D5, weil die Nikon D5 fotografiert mit 14 Bildern pro Sekunde und die
D500 eben, wie gesagt, nur mit 10 Bildern pro Sekunde und damit hält die dann summa summarum eben auch ein bisschen länger durch. Und damit kann man theoretisch ja einen kompletten 100 Meter Lauf in einem Atemzug komplett fotografieren und die Kamera ballert komplett mit 10 Bildern durch. Das ist doch super. Und dann hat man hoffentlich den richtigen Moment dabei bei den Bildern und ist glücklich. Ja, was ist noch neu gekommen, was noch sehr, sehr wichtig ist, ist eben ein neuer Sensor. 21 Megapixel misst das Ding. Genau dieselbe Auflösung wie die Nikon D5, nur eben halb so groß. Das Rauschen soll auch extrem gut sein. Wenn sich Nikon da mal nicht zu weit aus dem Fenster lehnt, testen konnte man das Ding leider noch nicht. Ist schließlich gestern erst rausgekommen. Aber ich bin da sehr guter Dinge, dass das ein richtig guter Sensor wird, weil wenn die Signalversteckung der Kamera auf ISO 1600, nicht 1600, das wäre ein bisschen niedrig, sondern sage und schreibe 1.600.000 verstärken kann, ja, dann wird sich der Nikon das nicht trauen, wenn die Kamera nicht bis 25.600 benutzbar wäre. Also ich bin da echt guter Dinge, dass man da noch echt brauchbare Ergebnisse mit erzielen kann und das ist auch einfach meine Erwartung an die Zeit, dass die Sensortechnik mittlerweile so weit ist und mit rückseitig belichteten Sensoren, ich weiß gar nicht, ob die Kamera überhaupt einen hat, aber lassen wir das mal außen vor, mit der ganzen neuen Sensortechnik sollte das auf jeden Fall langsam möglich sein. Was ist noch neu? Ja, die Belichtungsmessung wurde sehr stark improvisiert, nicht improvisiert, sondern halt neu entwickelt und die Autofokus-Messsensoren wurden auch gut weiterentwickelt, 153 Stück an der Zahl, davon 99 Kreuzsensoren. Davon haben wir 2012 eigentlich alle nur geträumt und damit kann man wirklich richtig gut Sport fotografieren. Ja, was noch neu? Snap Bridge zum Beispiel, damit kann man die Kamera mit dem Smartphone verbinden, Android und iOS. Das läuft dann über Bluetooth mit diesem neuen Low Energy Management, das verbraucht extrem wenig Energie, auch beim Handy, geht dann bei den neueren Smartphones, die das halt unterstützen, damit wird die Zeit synchronisiert und die GPS-Daten abgefangen, dafür braucht man kein so ein Aufsteckding mehr für die Kamera. Auch eine super Sache, weil das hat immer echt genervt, die meisten haben dann halt kein GPS in ihren Bildern drin gehabt und haben halt drauf verzichtet, andere wiederum haben es eben drauf gebaut und auf die Kamera und auf den Blitzschuh geschraubt und haben dann dieses ulkige Ding oben drauf gehabt, was eigentlich total unpraktisch war und den Komfort der Kamera etwas eingeschränkt hat und das funktioniert jetzt über dieses Snap-Bridge-Technologie eigentlich auch eine super Sache und damit kann man auch Bilder übertragen, aber das lassen wir mal außen vor, weil das geht nur mit JPEG und das ist Quatsch, das wird keiner groß benutzen, es sei denn die Kamera, die Bilder müssen irgendwie ins Internet. Und entweder man macht es über Smartphone und dann FTP-Server-Anwendung, eventuell sowas in die Richtung. Wobei das die allerwenigsten von uns machen werden, weil das in der Praxis einfach unglaublich, also ist einfach unkomfortabel und unpraktisch und wird sich im Endeffekt dann, wenn kaum Leute machen, besonders halt über JPEG unbearbeitet. Aber die Möglichkeit besteht jedenfalls, ohne das hier jetzt noch zu weit auszuführen, weil wir sind bei 8 Minuten 30 des Videos und ich schätze mal, ihr könnt euch eh nur die Hälfte merken, wo ich jetzt erzähle. Ja, was noch neu, 4K-Videoaufnahme, das war auch bitter nötig, dass das endlich mal kommt bei den ganzen Spiegelreflexkameras und ja, ich bin guter Dinge, dass die Kamera sehr gut ankommen wird. Jetzt müssen natürlich noch ein paar Weitwinkeloptiken rauskommen, neue. Weil ja, bei Nikon sieht es auch ein bisschen schwach aus mit Weitwinkelobjektiven im DX-Bereich. Könnte natürlich auch ein 14 bis 24er davor machen, aber da verliert man dann natürlich kostbare Brennweite im Weitwinkelbereich. Und da wünschen wir uns schon noch irgendwie mal so einen Nachfolger vom 10 bis 24 mm oder 12 bis 24 mm war das, soweit ich weiß. Das war noch relativ professionell, aber das ist auch zeitlich überholt und nicht mehr so ganz für die 21 Megapixel geeignet und Teleoptiken ist kein Ding, nimmt man die Vollformatoptiken 70 bis 200 und so und freut sich dann, dass man keinen Telekonverter braucht und sonst für Sportfotografen ist die Kamera einsame Spitze. Für die Leute, die jetzt die Geschwindigkeit nicht brauchen, wird die Kamera eher unnötig sein. Die
mit denen ist dann wahrscheinlich eher mit so einer D810 oder einer gebrauchten D800, wie ich sie habe, oder mit einer D750 oder vielleicht einer D610 und ein paar schönen Objektiven doch besser geraten. Ja, was will ich noch groß sagen? Ihr müsst selbst wissen, was ihr euch kaufen wollt oder was ihr benutzt, was euer Favorit ist, aber Sportfotografen werden aufatmen und werden sich darüber freuen, dass die Kamera jetzt endlich rausgekommen ist und zu haben ist. Und ja, das war's mit diesem Video. Servus und bis bald.